Hey, willst du einen aufs Maul? Schön, wie in Fanny's Pizzalet muss ich mal wieder das Bild für euch schmackhaft machen. Hätten wir das Ganze auch geschafft. Und jetzt willkommen, Freunde, zu einer weiteren... zu einer weiteren Runde. Five Nights at Freddy's. Ich habe das Ganze nämlich schon mal gespielt. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Und wie gesagt, ich hatte kein Mikrofon und keine Kamera. Was wir ja jetzt alles am Start haben. Und jetzt würde ich sagen, New Game. Freddy's First World. Families, Pizzas, irgendwas. 0 Uhr in der Nacht. Ich bin so gehypt. Ich liebe dieses Game. Alter. Okay. Was los? Was los? Brauche ich, glaube ich, nur mit einer Maus spielen, ne? Ja. Wie nehme ich dich an, Kollege? Okay, mach der. Mach mal alleine. Was ist das? Hä? Okay, ich kapiere gar nichts. Ich brauche gar nicht klicken. Gut. Ich brauche nämlich gar nicht klicken, kann einfach hier direkt runter. Ist, ja, nicht drüber nachdenken. Ist schon ein sehr altes Spiel. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe das letzte Mal dieses Game gespielt auf der Nintendo Switch. Und es ist ein sehr dummes Spiel auf der Switch. Nein, es ist nicht, es ist quasi genau dasselbe. Nur auf dem PC hat man noch ein bisschen besser. Natürlich, meine Kopfhörer sind wieder auf voller Lautstärke. Das kann ich bei euch leider nicht machen, weil euch dieses Game sonst komplett aus Latschen hauen würde. Oh, okay. Light. Okay, hier ist noch nichts. Ich glaube, in der ersten Nacht ist noch nicht wirklich viel. Oh, jetzt haben wir endlich mal den ersten Ding rum. Es sind noch alle da. Also bisher ist noch nichts passiert. Dieses Game, ne? Dieses Game ist mashallah. Steht da jemand oder bilde ich mir das? Ich glaube, das bilde ich mir nur ein. Warum? Oh, Kacke, Mann. Kacke, ich habe ja auch Strom, Jo. Hör auf! Ich will dir zeigen. Ich hab dort auch Strom. Ja, ist gut, Mensch. Ich glaube, erste Nacht brauche ich noch nicht so viel machen. Alles chillig. Warum? Oh, Digga, ich hab gar keinen Bock auf den Jumpscanner. Ich weiß halt auch nicht, wie dieses Game geht. Oh. Ich glaube, in der ersten Nacht brauche ich noch nicht so viel Angst haben. Oh, beziehungsweise erster Tag. Oh, ich hasse solche Spiele. Wo ich weiß, dass jederzeit ein Jumpscare kommen kann. Mach aus. Alles gechillt. Wir schaffen das. Hab Vertrauen, Leute. Wir schaffen das. Ein Muffin einfach. Oh, ich hab jetzt auch so richtig Bock auf einen Muffin. Ja, ich bin wieder auf Diät gesetzt, meine lieben Freunde. Das wollte ich gar nicht machen, okay. Ja, glaube ich. Guck jetzt hier nochmal. Der Strom ist auf 69. Kacke. Warum? Hä? Warum? Ich kapiere dieses Spiel nicht. Ich glaube, es passiert noch nicht viel. Ich glaube, ich kann jetzt erstmal meine Eier chillen. Es passiert nichts. Ich glaube, ich hätte wirklich die erste Nacht überspringen können, oder? Weil einfach nichts passiert. Yep, in dieser Nacht ist gar nichts mehr passiert. Ja! Bro, Alter. Dieses Spiel ist heftig. Das killt einen innerlich. Es geht einfach weiter. Oh, Digga, nee. Dieses Spiel ist so heftig, ne? Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht, Junge. Jetzt habe ich schon 3% verloren. Was ist 4%? Was ist das für ein Spiel? Hey, Leute. Warum höre ich Musik? Warum? Ihr sind ja jetzt schon welche weg! Warum sind denn jetzt schon wieder welche weg? Also jetzt mal ehrlich, Leute, warum sind die jetzt schon weg? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dieses Intro habe ich wirklich nur aus Spaß gemacht. Ich sag's so, wie es ist.
Ich glaube, das wird heute noch Realität. Oh, Mann. Aber wofür ist das Ding, wenn man hier drauf drückt? Ist das nur ein Gimmick oder heißt das, komme, Digga? Ah, guck mal, er guckt ja schon in die... Nee, er hat mal in die Kamera geguckt. Ich dachte, er hat in die Kamera geguckt. Digga, das ist eigentlich nicht gruselig. Trotzdem mache ich mich komplett... ne? Ihr wisst schon. Es kann nichts passieren. Weil die erst in der zweiten Nacht oder so... Nee, zweite Nacht. Zweite Stunde erst sich anfangen zu bewegen. Es kann nichts passieren. Vor allem die... Oh, no. Oh, verpiss dich. Oh, oh. Ich glaube, ja, wenn man nämlich diese Spielmusik hört, dann heißt das, dass er losgegangen ist. Ja. Okay. Ich will nicht mehr. Ich liebe Horror. Aber dieses Spiel geht auf sämtlichen Ebenen zu weit. Wir haben erst die erste Stunde von... ne? Ah ja, jetzt ist die zweite. Oh, Digga. Nee. Nee, einfach nee. Warum ging es nicht? Yo! Er ist immer noch da. Ja, Digga, was soll ich denn machen? Okay, ich mach mal einfach Licht an. Schön. Er ist immer noch dort. Okay, er ist weg. Das Gute ist, ich kenne das Spiel ein bisschen noch. Okay, das ging gerade nicht an. Weil ich es halt schon mal gespielt habe auf der Switch. Alter, war das überhaupt nicht so... Okay. Da war das nicht bei Weitem so anstrengend. Ich habe Angst, Jumpscare zu kriegen. Oh, Digga. Ich habe so Angst, einen Jumpscare ins Gesicht zu kriegen, ne? Ah, ja. Natürlich. Ich will auch nicht wissen, wer es ist. Das ist bestimmt Bunny oder dieser Hase gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob er Bunny heißt, aber er ist ein Hase, deswegen Bunny. Was? Game over. Es geht einfach so weiter, oder was? Es war aber dieser Fuchs. Warum ist jetzt dieser Fuchs gekommen? Oh. Leute, ich bin jetzt hier nochmal eine Runde gegangen. Ich wollte das auf gar keinen Fall auf mich sitzen lassen, dass ich jetzt wegen so einem billigen Jumpscare gestorben bin. Aber was habe ich falsch gemacht? Also ich kapiere wirklich nicht, was ich falsch gemacht habe. Habe ich die Tür nicht zugehabt oder... Ich kapiere es nicht. Also ich muss auf jeden Fall dort bleiben. Da, um halt zu beobachten, ob der halt rauskommt. Die anderen sind erstmal egal. Es ist doch komplett Glück, oder? So würde ich jetzt denken, dass es komplett Glück ist. Weil ich glaube nicht, dass da irgendein Muster oder so der ist, oder? Ich höre die Musik, also denke ich mal, dass er jetzt... Nee. Hm. Ey, warte, da war gerade ein Schild. Da war was. Sorry, out. Okay. Ja, das hat, glaube ich, nichts mit irgendwas zu tun hier. Ah, Leute, dieses Spiel... Leute, dieses Teil hat doch mehrere Teile. Also wenn ich die anderen Teile noch spielen soll, dann gebt einfach mal einen Daumen hoch, weil dann sehe ich, dass ihr da Lust drauf habt. es ist so krank. Jetzt kann ich noch ein bisschen die Beine lang machen, weil es hat sich noch nichts bewegt hier, denke ich mal. Also kein Staubsauger hat sich auf jeden Fall bewegt, ob sich jetzt ein Animatronic bewegt hat. Keine Ahnung. Oh, aber was soll ich jetzt machen? Muss ich ihn einfach anschauen, lange Zeit, bis er dann irgendwann wieder reingeht, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist mal ehrlich. Okay. Er ist immer noch da. Ja. Bist du jetzt auch mal weg, Digga? Ich glaube, wenn hier jemand... Oh, wenn hier einer ist... Ist immer noch da. Kann von der Seite nichts kommen. Ey, ich würde dort niemals arbeiten. Niemals würde ich dort arbeiten, wenn ich weiß, dass solche Killerroboter da sind. Vor allem, wenn ich eine Nacht überlebt habe. Und er stand dann dort.
dann wäre ich rausgegangen. Ich versuche einfach nur, das alles runterzuspielen. Oh. Aber es geht nicht, weil dieser Typ sich dort nicht verpisst. Er geht halt nicht weg. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Er chillt dort halt die ganze Zeit. Mann! Jetzt! Ich glaube, jetzt ist er weg. Oh oh. Ja, jetzt ist er weg. Okay, ich glaube, die ganze Zeit nur anläuft und irgendwann verpisst er sich. Ah! Ah! Dieses Game ist mies, Alter. Dieses Game ist mies. Oh mein Gott. Ne, Leute, ich sehe gerade keinen Mehrwert. Ich kapier's nicht, wie das Ganze hier alles funktioniert. Ich weiß, dass man es bei diesen Hasen oder Bunny, ich weiß, ich sag jetzt einfach Bunny, ich weiß nicht, ob er so heißt, aber er ist ein Hase, deswegen Bunny. Ich weiß jetzt, dass man bei Bunny das Licht, also die Tür schließen muss und dann Licht halt auf ihn schießen muss, quasi, so Licht. Irgendwann geht er dann, ich weiß nicht, ob es, ne, aber irgendwann geht er dann. Aber bei diesem Fuchs und bei den anderen weiß ich einfach gar nicht, was ich dagegen tun soll. Aber das größte Hindernis ist dieser Fuchs. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil irgendwann kommt er dort raus und ich bin tot. Ja, also wie gesagt, wenn ihr ein Part 2 davon haben wollt, gebt einfach einen Daumen nach oben. Sonst wird das Ganze hier ein einmaliges Ding gewesen sein. Dann spiele ich vielleicht noch irgendwann die anderen Teile. Aber ansonsten würde ich sagen, habt ihr noch einen schönen Tag oder Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Und jetzt würde ich sagen, ciao.